Geschäftsführer Förster und Präsident Berker ziehen an einem Strang. Der FCC soll dauerhaft auf eigenen Beinen stehen. Das bisherige Defizit von rund 1,5 Millionen Euro pro Saison soll zur nächsten Saison reduziert und langfristig ausgemerzt werden. Wir müssen uns auf jeden Fall eine Saison des Übergangs geben. Das wird jetzt die Saison 22/23 sein, wo wir auch noch mit einem größeren Fehlbetrag planen. Welchen? Der mittleren sechsstelligen Bereich. Wollen wir es mal beziffern und ist aber abgedeckt durch die Einzahlung, die durch Jena Arena ja in die Kapitalrücklage erfolgen werden. Der Club hat Sparmaßnahmen eingeleitet, wird unter anderem seine zweite Mannschaft abmelden und auch im Bereich der Profiabteilung soll es Einsparungen geben. Zudem stellt sich Carl Zeiss strukturell neu auf. Catering, Ticketing und auch das Sponsoring werden zukünftig von der Stadionbetriebsgesellschaft EAS übernommen. Damit werden wir auch 30% höhere Erlöse garantiert bekommen in der ersten Saison, was uns natürlich hilft. Es gibt andere Möglichkeiten der Vermarktung dann. Dazu wird es sicherlich in Kürze dann auch Neuigkeiten geben. Und insofern, das ist schon mal ein Faktor, der sehr hilfreich ist. Und so soll trotz aller Veränderungen und Einsparungen in der kommenden Saison der nächste Anlauf in Richtung Liga 3 genommen werden.